Wir haben heute, wie gesagt, die dritte und letzte Runde. Wir freuen uns sehr, heute eine Studentin bei uns zu haben, ehemalige Studentin, Alumni, inzwischen ja doch schon eine Weile berufstätig, die bei uns nicht nur den Bachelor gemacht hat, also 2015 schon fertig geworden ist, sondern anschließend dann auch noch das Masterstudium drangehängt hat bei uns hier in Hagenberg. Dazwischen einmal in London war fürs Berufspraktikum. Man sieht, das ist gar nicht so selten. Und danach nach Salzburg dann übersiedelt ist und dort zuerst bei Porsche Informatik tätig war als Product Owner und Requirement Engineer und inzwischen aber zu Interspar gewechselt ist, auch in Salzburg, und dort den Team Lead E-Commerce Business Development hat. Und wir bedanken uns recht herzlich, Sonja, dass du uns da heute ein bisschen Einblicke geben wirst in deinen bisherigen Werdegang nach KWM unter dem Titel Interdisziplinär durch die digitale Welt. Ich glaube, das trifft es eh schon sehr, sehr gut, was das Studium auch ausmacht und was dann hinterher auch im Berufsleben damit zusammenhängt. Und ich würde jetzt gern auch schon hier meine Worte beenden und gern an dich übergeben, Sonja. Ich freue mich schon darauf, was du uns zu erzählen hast. Ja, freut mich, dass ich heute da sein darf und dass ich heute ein bisschen was erzählen darf. Ich teile jetzt einmal meine Präsentation. Funktioniert? Ja, wir sehen das sehr gut. Genau. Also vielleicht vorneweg, warum habe ich den Titel gewählt, Interdisziplinär durch die digitale Welt? Einfach, weil ich mir denke, ich habe schon relativ viel gesehen, ich habe viel gemacht, in der kurzen Zeit jetzt natürlich erst. Und was ich jetzt schon mal sagen kann, in der Berufswelt hat diese Interdisziplinarität einfach mal schon sehr viele Türen und Tore geöffnet und mir einfach gezeigt, wie wertvoll dieses Studium ist. Und warum und wieso, auf das komme ich nachher nochmal, auf das gehe ich nachher nochmal genauer ein. Einen Moment, ich muss mich nur kurz zurechtfinden. So. Wer bin ich? Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Sonja Gebetzammer, ich bin 28 Jahre alt, bin in Salzburg geboren und bin jetzt auch wieder in Salzburg. Mein Dialekt kriegt man nicht weg, ich hoffe, ihr versteht es alles. Habe meinen Abschluss im KWM Bachelor und Master gemacht und bin jetzt aktuell Teamleiterin im Team E-Commerce Business Development für die Firma Interspar tätig. Genau, was das jetzt genau bedeutet, was ich da tue und so weiter, zu dem würde ich nachher nochmal genauer drauf eingehen. Lebenslauf. Was ich jetzt eigentlich mit der Präsentation ein bisschen abzielen möchte, ist einfach, dass ich meine Gedanken, die ich vor dem Studium gehabt habe, die während dem Studium gehabt habe, die nach dem Studium gehabt habe und meine Erfahrungen und so weiter mit euch gerne teilen würde. Ich fange einfach ganz vorne an. Ich fange jetzt vor KWM an, auch vor der Handelsakademie. Also was bin ich, wo hat es mich hintrieben, in welche Richtungen? Also prinzipiell vor der Handelsakademie in der Hauptschule war ich überzeugt, dass ich meine Kindergärtnerin werde. Ich habe einfach sehr gern gemalt, gebastelt, gesungen und das hat mir Freude bereitet. Ich war so ein grundkreativer Mensch, habe aber dann so einen Berufsorientierungstest gemacht und der hat mir nachher gesagt, ja, IT wäre vielleicht wo es hingehen könnte oder wo ich eigentlich meine Fähigkeiten liegen. Und dann haben wir gedacht, gut, klingt jetzt auch nicht so schlecht, ist zwar was anderes, aber ich bin eigentlich immer relativ offen für alles. HTL hat mich damals nicht interessiert, weil es einfach viel zu weit zum Fahren war. Also ich bin ehrlich, habe mich mit dem Alter, haben wir gedacht, um Gottes Willen, nein. Aber es hat dann eine Handelsakademie gegeben in meiner Nähe mit dem Schwerpunkt Multimedia und Webdesign. Und habe das nachher da gemacht und habe da meine ersten Erfahrungen eigentlich gemacht gehabt mit Webentwicklung, Photoshop, Videobearbeitung und das hat mir auch recht viel Spaß gemacht. Neben der Handelsakademie habe ich dann einige Praktika immer wieder absolviert bei der Firma ÖFAG. Das war ein Opel-Händler und war dann die Disposition und Buchhaltung. Warum schweife ich so aus? Einfach, weil ich dann später nochmal darauf zurückkomme und dann nochmal referenzieren kann, dass alles Gelernte und alles Gehörte irgendwann mal Sinn macht. Also die Erfahrung habe ich schon gemacht.
es kommt irgendwann mal wieder zurück. Also man kann nicht irgendwas umsonst lernen. Ja, nach der Handelsakademie, natürlich, die Matura rückt näher. Was mache ich dann? Also ich habe gewusst, ich würde gerne studieren gehen, habe aber sehr viele verschiedene Interessen gehabt. Also meine Mutter wollte unbedingt, dass ich Betriebswirtschaft studiere, habe mir gedacht, ja, so schlecht klingt das eigentlich auch nicht, in Richtung Marketing vielleicht gehen. Aber mich hat auch Psychologie interessiert, mich hat Wirtschaftspsychologie interessiert, mich hat Design interessiert, mich hat Wirtschaftsinformatik interessiert, mich hat Webentwicklung interessiert und alles rund um die neuen Medien. Also ich war die in meinem Freundeskreis, die immer die neueste App gehabt hat, die immer auf der neuesten Plattform war. Also es hat mir eigentlich, waren sehr viele Interessen da und dann haben wir gedacht, so, wie machst du das jetzt mit deinem Studium? Und dann habe ich mal diese verschiedenen Interessen bei Google eingeben, alles auf einmal. Und dann ist KWM aufgetaucht und dann haben wir gedacht, boah, das ist ein Studiengang, der einfach extrem viel von meinen Interessen da beinhaltet. Und dann haben wir gedacht, gut, da bewirbst du jetzt und dann bin ich auch genommen worden gleich. Und dann habe ich mal kurz geschaut und habe mir gedacht, uff, ja, gut, jetzt machst du einen Studiengang, wo du alles lernst, aber nichts gescheit. So war irgendwie so mein Gefühl damals. Und habe mir gedacht, gehabt, ja, wäre es jetzt nicht gescheiter, ich mache jetzt irgendwie sowas wie Software Engineering, wo du halt wirklich eigentlich auf ein Berufsbild hin studierst. Das war so damals mein Gedanke. Und dann habe ich ein bisschen gewankt und habe es aber dann trotzdem gemacht, weil ich mir gedacht habe, nein, das klingt so spannend, das will ich jetzt einfach machen. Und ja, gut, dass ich es gemacht habe im Endeffekt, also jetzt bin ich happy damit. Und dann habe ich eben mein Bachelor in KWM gestartet und beim Start von KWM habe ich so ein bisschen drei Berufsbilder für mich dann eben rauskristallisiert. Also Webentwicklung, aber für mich war damals Webentwicklung, ja, ich mache eine Website. Das ist, ich programmiere das einfach. Da habe ich nicht nach links oder nach rechts geschaut, sondern das war einfach ein Beruf für mich. Dann habe ich Social Media Marketing gehabt. Gut, das war mir auch klar, aber das war auch so ein Berufsbild für mich. Und dann haben wir gedacht, ja, ein Beruf von KWM konnte ein E-Learning sein. Aber was jetzt E-Learning wirklich bedeutet in der Berufswelt, keine Ahnung. Also war mir damals noch nicht klar. Ich habe dann im Bachelor mein Fokus auf Webentwicklung gesetzt, also ich werde es auch wissen, mit den Studienprojekten und so weiter kann man ein bisschen seinen Fokus selbst gestalten und war da auch in die Webprojekte immer drinnen. Dann ist eben in die Richtung Praktikum gegangen und ja, da war halt so ein Praktikum, ich wollte es nicht in Österreich machen und am besten da, wo es englischsprachig ist, dass man halt auch für das englische Reden und Schreiben was bringt. Und habe dann ein Praktikum in London ergattert, bei der Firma Saffron Interactive. Ja gut, das war jetzt E-Learning. Haben wir gedacht, ja, das war jetzt eigentlich nicht der Grundplan. Aber ja, klingt spannend, machen wir. Wird schon passen, also die Erfahrung nimmst du mit. Dann war ich da eben Instructional Design und Project Lead. Was habe ich da gemacht? Also ich habe wirklich Designs geschrieben, wie sollte der Kurs ausschauen, was sollte da alles passieren. Ich habe Projektleitung gemacht, ich habe Kurse mit Articulate Storyline umgesetzt und ich habe Q&A für andere Kurse gemacht. Also geschaut, ob da alles passt, ob da alles der Durchlauf passt und ob die Abläufe passen. Und habe dann das erste Mal darüber nachgedacht, dass eigentlich E-Learning gar nicht so blöd ist. Und dass da recht viele verschiedene Jobs gibt. Ich meine, es war jetzt eine kleine Firma, wo ich sehr viel auf einmal gleichzeitig gemacht habe, aber du brauchst einen, der Projektleitung macht, du brauchst einen, der Instruktionsdesign macht, du brauchst einen, der wirklich das umsetzt, du brauchst Grafiker, die Grafiken dafür machen, also du brauchst einen, der die Quality Assurance macht, also der testet. Es sind super viele Berufsbilder und irgendwie habe ich mich eigentlich fast in jedem Berufsbild mit meinem Studium wiedergefunden. Also ich hätte mir gedacht, ich kann da jetzt eigentlich fast alles machen. Und eine Studienkollegin, die bei mir in London war, die hat damals in der gleichen Firma als Grafikerin gestartet und die hat nach ein paar Wochen schon 3D-Designs gemacht. Und war ja, und mir gedacht, ja, das kann man auch mit KWM.
Und dann bin ich so erst mit die erste Berührung eben mit E-Learning gekommen. Gut, da haben wir jetzt eben E-Learning-Kurse mit Articulate Storyline, hartgecodete E-Learning-Kurse und so selbstmodellierte Lernplattformen gemacht. Gut, das ist E-Learning, war jetzt mal so für mich und war spannend und vor allem war es auch spannend, weil man jeden Tag eigentlich mit anderen Themen zu tun hat. Also man macht zwar vielleicht immer wieder einen E-Learning-Kurs, aber man muss immer wieder sich eigentlich in andere Themen eindenken. Und immer, wenn man sich, also man lernt so viele Bereiche, weil ich kann jetzt kein Instruktionsdesign für irgendwo schreiben, was ich nicht selber verstehe. Also ich muss mir das Wissen zuerst aneignen, was ich eigentlich die Leute dann vermitteln will. Und das ist ja was den Beruf sehr attraktiv macht, finde ich. Gut, dann ja, E-Learning, das hat mir dann Spaß gemacht. Dann habe ich Praktika gemacht, dann nebenbei immer wieder neben dem Studium, während des Bachelorstudiums, und habe da bei der Porsche Informatik Softwareprozessvisualisierung gemacht. Was war das? Ich habe einfach da den Scrum-Prozess genommen und habe den visualisiert, vereinfacht für Onboarding und für Kunden, dass man das halt leicht erklären kann. Habe da Moodle-Plattformen aufgesetzt für einen eigenen Wissensspitzen und so weiter und so fort. Bin da zur Porsche Informatik damals gegangen, weil einfach mein Vater dort gearbeitet hat und das ist halt typisch Österreich, wenn man da schon mal mit dem Hut in der Firma, dass man da auch ein Praktikum macht. Und genau, habe denen einfach meine E-Learning-Kompetenzen angeboten, weil ich da gar nicht damals auf die Idee gekommen wäre, dass ich bei einer IT-Firma irgendwas sonst beitragen kann, weil ich bin ja kein Software-Ingenieur. Aber während die Praktika bin ich schon immer mehr draufgekommen, okay, IT-Firmen, also so ganz falsch ist jetzt auch nicht von den Dingen, die die machen. Und es ist nicht ganz so abwegig zu meinem Studium, aber dazu später mehr. Genau, dann habe ich mir gedacht, okay, das Studium macht mir voll Spaß, ich lerne einfach so viele verschiedene Sachen und E-Learning habe ich gerade für mich entdeckt, das will ich jetzt weiter fokussieren, ich mache dann einen Master. Habe dann eben mein Master in KWM gestartet und habe meinen Fokus auf E-Learning dann gesetzt. Habe dann auch nebenbei einen Teilzeitjob beim Studiengang ISM gemacht, das war ein neuer Fernlehrerstudiengang damals, wo eben das erste Mal wirklich Fernlehre in Hagenberg praktiziert wurde und war da zuständig eben für das Fernlehre-Tool. Big Blue Button hat das damals quasi, wenn ich mich richtig erinnere. Und habe da eben die Professoren geschult, wie sie damit umgehen, die Studenten geschult, wie sie damit umgehen, die Features zu sagen, was kann man nutzen, was wäre jetzt eigentlich da so das Richtige, was wäre jetzt eigentlich so das Richtige, Lernverhalten oder welche Lernformen sollte ich anwenden. Genau, war für mich dann auch wieder ein bisschen was Neues zum Thema E-Learning, weil einerseits habe ich jetzt so diese Kurse eigentlich immer gehabt und was ich immer im Kopf gehabt habe, aber andererseits ist so eine Betreuung von Online-Lernen ja auch E-Learning, weil es ist sehr breit gefächert. Also E-Learning gibt es diverseste Jobs und Stellen, habe ich auch spannend gefunden. Ja gut, dann ist jetzt zum Ende von meinem Master gekommen und da habe ich ein sehr interessantes Gespräch mit meinem Vater geführt, weil ich muss gestehen, ich habe eigentlich nie gewusst, was mein Vater arbeitet und er hat auch nicht genau gewusst, was ich studiere. Und dann habe ich gewusst, er ist schon sehr lang eben bei der Porsche Informatik als Requirement Engineer tätig und dann habe ich mich gefragt, ja du sag einmal, was arbeitest du eigentlich oder was muss man als Requirement Engineer können? Was sind da die Kompetenzen? Und dann hat er gesagt, ja, Kommunikation mit Kunden und Entwickler. Und man doch gehabt so, ja, Kommunikation klingt gut, KWM, das kann ich, das ist abgedeckt. Und dann hat er gesagt, man soll so eine Schnittstelle sein zwischen Kunden und Entwickler. Und dann hat er gedacht, ja, Schnittstelle habe ich oft gehört in meinem Studium. Dann hat er gesagt, ja, ein technisches Grundverständnis brauchst du schon. Du musst kein Softwareentwickler sein, aber ein technisches Grundverständnis brauchst du. Aber ich habe schon eine Zeit überlegt, habe ich ein technisches Grundverständnis? Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe ein technisches Grundverständnis, weil ich weiß, was Datenbanken sind. Ich kenne objektorientierte Programmierung. Ich weiß einfach, was halt einfach wichtig ist als Requirement Engineer, wie der Entwickler denkt. Also wie würde der Entwickler das jetzt umsetzen? Das weiß ich. Und
Das hat man vielleicht nicht so offensichtlich gelernt, aber das sind einfach so Kompetenzen, die man durch die verschiedenen Lehrgänge dann mitnimmt. Da habe ich mir gedacht, ja, passt, das passt auch. Dann hat er gesagt, ja, Dokumentation sollte man gut kennen. Da habe ich mir gedacht, ja, Instruktionsdesigns und wie die E-Learning-Kurse ablaufen und so weiter, da haben wir schon auch immer viel dokumentiert. Und ich meine, gerade wenn man Bachelor und Masterarbeit geschrieben hat, also dokumentieren tut man in dem Studium definitiv viel und das kann ich auch, glaube ich. Projektleitung. Ja, Projektleitung, Projektmanagement haben wir auch viel gemacht. Und dann hat er noch gesagt, ja, Abläufe genau durchdenken. Ja, Abläufe durchdenken, also beim E-Learning-Kurs muss ich mir auch von vorne bis hinten den Ablauf durchdenken. Ja, prinzipiell traue ich mir das schon zu, das kann ich. Und irgendwie haben dann alle Anforderungen gepasst und dann hat es mich voll interessiert. Und dann habe ich gedacht, ja, das will ich jetzt ausprobieren, weil das klingt, also ich hätte es mir nie gedacht, dass ich in so eine Richtung gehen sollte oder kann, aber das klingt jetzt so spannend, das will ich machen. Dann habe ich mich beworben und bin da auch genommen worden als Requirement Engineer. So, und jetzt war ich Requirement Engineer für Software für den Autoverkauf, also ganz woanders war ich dann wieder. Jetzt kann ich wieder zurückgehen auf das Wissen von der HAK und für mein Praktikum in der Handelsakademie, hat natürlich gut dazu beigetragen, wenn man Autoverkaufssoftware macht, wenn man mal wirklich beim Autohändler gearbeitet hat und wo man halt auch mit der Buchhaltung und so weiter sich auskennt, weil man muss natürlich automatisch verbuchen in einer Software. Nur nochmal so ein kleiner Exkurs am Rande. Und was habe ich da jetzt eigentlich gemacht als Requirement Engineer? Also ich habe mit meinen Kunden abstimmen müssen. In dem Fall, ich war Porsche Informatik, war mein Kunde eigentlich die Porsche Holding, weil gerade in so bei so Konzernen ist es sehr üblich eben, dass ein Konzern, so wie die Porsche Holding, die eigene IT-Firma hat, die Porsche Informatik. Also die Porsche Holding war das Business damals und ich war der Dienstleister der Informatik eben bei der Porsche Informatik. Und ich habe eben meinen Kunden, also meinen Auftraggeber, fragen müssen, ja, was sie jetzt da weiterentwickeln wollen, haben wir da Aufträge gekriegt. Und ich meine, man denkt sich immer, was die Software, an der ich da gearbeitet habe, war 20 Jahre alt, da denkt man sich oft, was will man an einer 20 Jahre alten Software noch verbessern, weil wenn man 20 Jahre dran gearbeitet hat, dann muss das Ding einfach eh schon alles können. Aber es ist wirklich wahnsinnig spannend, wie viele verschiedene Themen das da noch kommen. Sei es Verbesserungen, sei es wirklich komplett neue Anforderungen, wie ein neues System anhängen. Das ist irgendwas Datenschutzrechtliches. Also es gibt breit gefächert wie E und E, also genauso spannend eigentlich wie E-Learning, weil man immer wieder mit diversesten Themen zu tun hat. Und genau, also ich habe dann diese Anforderung bekommen von meinem Auftraggeber und bin dann einmal zu meinen Entwicklern gegangen und habe gesagt, ja, mein Auftraggeber, unser Kunde möchte das und das. Ich hätte mir das jetzt so und so vorgestellt, wie sechs ist das? Und habe mich dann so durchgehandelt, bis ich eigentlich dann irgendwann weil immer wieder die Lösungen gefunden habe, habe die Lösungen nachher dokumentiert. Und das an der Dokumentation, das ist eigentlich das Wichtigste im Requirement Engineering, weil diese Dokumentation in dem Fall war so, ich habe eigentlich die Kundenanforderung dokumentiert, also der Kunde hat verstehen müssen, was da passiert, aber auch der Entwickler muss verstehen, was passiert. Der Tester muss verstehen, was passiert, der Requirement, also der Release Manager muss verstehen, was passiert, also der muss noch wirklich diese Software-Paket noch rausbringt und der unsere Dokumentation macht, muss verstehen, was passiert. Und genauso der mein Kollege, der Requirement Engineer, der vielleicht in 2 Jahren genau dieses gleiche Thema wieder anfasst, muss auch verstehen, was da passiert ist, damit er weiß, warum vor 2 Jahren vielleicht diese oder jene Entscheidung getroffen worden ist, das so oder so umzusetzen. Natürlich in einem kleinen Projekt ist das sehr überschaubar, bei großen Projekten ist das sowas schon sehr herausfordernd, aber natürlich sehr spannend. Genau, das war eigentlich so, was ich bei der Porsche Informatik gemacht habe. Natürlich jetzt nur die Kurzfassung davon. Nach 2 Jahren wollte ich mich noch eigentlich ein bisschen weiterentwickeln oder beziehungsweise ich habe am Anfang schon erwähnt, dass ich eigentlich so ein bisschen eine grundkreative Person bin und das war dann doch sehr trocken und ein 20 Jahre altes System, da könnt ihr euch vorstellen, da hat es jetzt nicht mehr recht viel gespielt mit Farben und so weiter, war, wie gesagt, herausfordernd und spannend, aber
war jetzt nicht das, wo ich mir gedacht habe, das will ich jetzt auf Dauer machen. Und habe mich dann so umgeschaut und dann hat es ein Jobinserat von Interspar im Bereich E-Commerce gegeben. Ich meine, E-Commerce, ja, habe mal Vorlesungen auch gehabt bei KWM, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung so genau gehabt, was mich da jetzt erwarten würde. Und ich weiß auch nicht genau, warum ich das Jobinserat dann geöffnet habe, aber ich habe es geöffnet und dann habe ich mir das durchgelesen und es war, wie wenn man wer meine Kompetenzen einfach aufgeschrieben hätte oder meine Stärken. Also es hat einfach wirklich alles gepasst. Es ist Usability, UI, UX drin gestanden. Ja, das ist voll KWM. Design ist drin gestanden, ist auch KWM. Dokumentation, ja, mit Requirement Engineering definitiv abgedeckt, aber auch mit eben im Instruktionsdesign, im E-Learning. Dann HTML, CSS ist drin gestanden. Ja gut, kann ich auch, haben wir ein KWM gemacht, definitiv. Projektleitung ist auch drinnen gestanden. Check und technisches Grundverständnis ist auch drin gestanden. Habe ich auch mitgebracht. Und dann habe ich mich dort beworben und habe wirklich am nächsten Tag nach dem Bewerbungsgespräch die Zusage bekommen, weil also es ist nicht nur mir so vorgekommen, dass die Stelle auf mich maßgeschneidert war, sondern auch eben meinen Vorgesetzten dann. Und dann habe ich im E-Commerce angefangen. Das heißt, ich war wieder zurück bei der Webentwicklung und habe dann gestartet eben im Business Development Team als E-Commerce Manager 2019 und seit März diesen Jahres bin ich jetzt da Teamleiterin. Und was jetzt genau E-Commerce bei Interspar bedeutet, das will ich in den nächsten Folien näher drauf eingehen. Also Interspar E-Commerce besteht aus drei verschiedenen Teilen. Also wir haben drei verschiedene Webseiten, die wir betreuen. Einerseits Lebensmittel, Haushalt und Freizeit und Weinwelt. Die Lebensmittel-Website oder beziehungsweise unser Lebensmittel-Online-Shop ist ein bisschen anders wie die anderen zwei. Also wir liefern wirklich Frischwaren aus dem Markt an unseren Kunden in Salzburg und in Wien, was halt sehr viel komplexer ist, wie sage mal normal, wenn ich jetzt Luftmatratzen aus dem Lager nehme und an den Kunden verschicke. Genau, aber ein sehr spannender Online-Shop auf alle Fälle. Dann haben wir Haushalt und Freizeit, wo wir unsere Non-Food-Artikel von Interspar und auch noch darüber hinaus, also nicht alles, was wir im Markt haben, also wir haben mehr wie im Markt natürlich in unsere Online-Shops und dann haben wir die Weinwelt, unsere Ursprungs-Webseite, weil die gibt es schon jetzt letztes Jahr 20 Jahre gefeiert, also gibt es schon recht lang, wo es einfach so ein bisschen unser Prestige-Online-Shop auch noch ist. Da gibt es einfach alles rund um Weine, Spirituosen, super guten Gin haben wir, falls da wer interessiert ist. Genau, also diese drei Online-Shops haben wir über zum Betreuen. Und was heißt wir, wenn ich von wir sprich? Also wir sind der Bereich E-Commerce im Interspar und wir setzen sie zusammen aus zwei verschiedenen Abteilungen. E-Commerce Marketing und E-Commerce Operations and Projects, wo mein Team drinnen ist. Im E-Commerce Marketing, das setzt sich zusammen eben aus Content Marketing, CRM und Business Analyse und Performance Marketing. Was machen diese verschiedenen Teams? Also Content Marketing macht alles rund um Content, wie der Name schon sagt. Sei es jetzt direkt auf der Webseite Content, guter Content ist sehr wichtig auch für SEO, aber sie machen auch zum Beispiel Print, was auch witzig ist, warum machen wir zum Beispiel Print in unserem für unsere Online-Shops, weil unsere Weinwelt-User jetzt mal zum Beispiel nicht die richtigen Social-Media-Nutzer sind, sondern es ist eher die ältere Generation und die erreicht man mit einem schönen Katalog sehr wohl auch noch, also die machen alles rund um Content eben und alles rund um die Gestaltung, die optische Gestaltung eigentlich von unseren Online-Shops, die Banner und so weiter. Wie soll das dargestellt werden? Das macht Content-Marketing, dann haben wir CRM und Business-Analyse. Die werten halt ganz viel aus von unseren Kunden. Die schauen auch teilweise eben zum Beispiel Warenkorbabbruch, die Rate der Kunden, die was im Warenkorb gehabt haben und dann doch Abbruch haben, ist gestiegen. Dann kann man schauen, gibt es da irgendwo einen Bug
aber sie schauen auch, was dann unsere meistgekauften Produkte, zum Beispiel im Lebensmittel-Online-Shop, oder man kann dann raussegmentieren, was dann eigentlich unsere User, wie diese User weiter bedienen oder wie andere User nur Usergruppen dazu holen, wie nur beim Online eigentlich mit Marketingmaßnahmen ins Boot holen, dass bei uns kaufen. Dann haben wir nur das Performance-Marketing. Performance-Marketing kümmert sich ganz viel um SEO und SEA, also bezahlte Suchmaschinenwerbung und auch unbezahlte, sowie um Social-Media-Marketing und auch das alles, was mit Mail-Marketing, also die Newsletter, die man dann zugeschickt bekommt per Mail, das passiert in dem Team. Warum erzähle ich es jetzt so detailliert? Weil einfach, ich finde, in diesem E-Commerce-Bereich, im Marketing auch sowie in Operations und Projects, in jedem Bereich eine Stelle für einen KWM-Absolventen ist. Also in jedem von diesen Bereichen bringt man eigentlich mit dem Studium KWM das richtige Werkzeug mit, dass man sich da gut arbeiten und einarbeiten kann. Genau, dann kommen wir zur Abteilung Operations and Projects. Also das besteht aus Business Development, Shop Management und Backoffice. Also die drei greifen so ineinander über. Also das Business Development baut so das Fundament, das Technische von den Online-Shops. Das Shop Management befüllt den Online-Shop. Und das Backoffice kümmert sich alles um alles, was nach dem Kauf vom User passiert ist. Also Shop-Management ist halt ganz viel dafür da, dass zum Beispiel schaut, dass die Produkte in den Online-Shop kommen, dass sie die richtigen Bilder haben, dass sie die richtigen Informationen drinnen haben, machen auch teilweise selbst Bilder. Alles, was zum Beispiel das Content-Marketing macht, hängt nachher das Shop-Management und über unser Content-Management-System nachher in die Shops ein. Sie schauen, dass auch zum Beispiel unsere Suche immer wieder lernt, wenn mir irgendein Wort zum Beispiel nicht gefunden wird, dann lernen sie das der Suchmaschine jetzt vereinfacht gesagt. Sie schauen, dass die Produkte an der richtigen Stelle platziert werden, wenn nicht, dann pushen sie es nach oben oder nach unten. Also da sind ganz viele Einstellungssachen und ganz viele Themen, wie man da den Shop eigentlich managen muss, damit der richtig gut läuft. Und die müssen auch jede Woche, jeder, der gern online shoppt, wird mal sehen, dass die Online-Shops ja nicht immer gleich ausschauen, sondern die verändern ja ihr Startbild. Und die Woche Shop-Management macht eben jede Woche diese Startzeitenumstellung, wo nachher eben der Shop wieder mit neuen Themen bespielt wird. Dann haben wir eben unser Backoffice, was die Second- und Third-Level-Kundensupport eigentlich ist. First-Level-Support ist direkt beim Interspar selbst, also und alles, was da bei dem Interspar-Kundenservice nicht sofort beantwortet werden kann oder ein bisschen schwieriger ist, das geht nachher zum Backoffice. Und im Backoffice kümmern sie sich nachher um so Sachen wie Retouren oder meine Banane ist zergatscht oder aber auch, ich würde jetzt gern kaufen, kann aber nicht, weil ich hänge da vor dem Checkout. Ja, oder Geld zurückbuchen, Reparaturanfragen, also ist auch ein sehr breit gefächertes, der Bereich, der da bedient wird, also nicht direkt am Ohr des Kunden, aber doch sehr kundenlastig und diverseste Themen. Ja, und jetzt kommen wir nun zum meinen Bereich, Business Development, was vielleicht vorneweg, also jetzt bin ich wirklich im Business, so wie vorher die Porsche Holding zur Porsche Informatik war, bin ich jetzt eigentlich auf Seiten Porsche Holding, auf Interspar-Seite und unsere IT-Firma ist die ICS, also ich bin jetzt der Auftraggeber und die Aufgabe meines Teams ist es, jeden Tag die Shops zu monitoren, also wir schauen, kaufen die Kunden, wenn sie nicht kaufen, haben wir anscheinend irgendwo ein Problem. Wie schaut die Performance aus? Wir haben immer ein Overview über die Bugs. Wo hakt es gerade bei uns? Wir bewerten und ranken die Bugs. Muss das sofort gefixt werden? Dann muss die IT einen Hotfix machen. Oder kann man das beim Regeldeployment mitmachen? Wir sollten einen Überblick über die Prozesse haben. Von wie kommt es ins Lager bis hin? Wie kommt die Retoure wieder zurück ins Lager? Und der Kunde hat dabei bestellt. Also
Gerade wenn wir irgendwas an unsere Systeme nämlich anpassen, dann hat das immer extreme Auswirkungen auf unsere Umsysteme auch. Das heißt, wenn ich im Webshop was anpasse, dann kann das auch Auswirkungen aufs Lager haben und genauso auf die Buchhaltung. Also da muss man sehr vorsichtig sein und die Fühler ausfahren, wo hängt das überall dran. Und was eigentlich so unser Hauptding ist, was wir hauptsächlich machen, ist eben Projekte, die den Online-Shop weiterentwickeln oder die Systeme, die ganze Abteilung nutzt. Das heißt, wir haben ja jetzt da 6 verschiedene Teams, die nutzen extrem viele Systeme. Und wenn ein neues System eingeführt wird oder umgearbeitet wird, dann liegt das auch bei uns. Aber eben hauptsächlich, dass wir eben die Weiterentwicklung der Online-Shops machen. Was heißt das jetzt, Weiterentwicklung der Online-Shops? Letztes Jahr haben wir zum Beispiel den Checkout im Lebensmittel-Online-Shop neu gemacht. Der Checkout ist das, alles, was nach dem Warenkorb basiert auf einem Online-Shop, also mit Adressen eingeben, Zahlungsmittel eingeben und so weiter. Das war ein bisschen Operation am offenen Herzen, weil wenn das nicht funktioniert, dann brauchst du den ganzen Online-Shop eigentlich nicht. Ja, dann machst du keinen Umsatz. Aber was habe ich da gemacht? Also das Projekt habe ich letztes Jahr bekommen. Ich habe die Designs dafür mit einer Agentur abgestimmt, habe geschaut, wie sollte der Userflow sein, habe die Designs, wie wir es dann gehabt haben, mit einer Usability-Agentur noch gereviewt und habe geschaut, passiert das auch alles so, wie es so sein soll, verstehen es die Kunden, weil das, was ich denke, das habe ich definitiv schon gelernt, was ich denke, ist nicht das, was der Kunde denkt. Das kann immer ziemlich abweichen von dem, was man glaubt, dem Kunden Gutes zu tun. Genau, dann habe ich eben wieder meine Dokumentation gehabt, wie vom Requirement Engineering. Also ich habe niedergeschrieben oder wir schreiben halt dann wirklich nieder auf Seiten Business, wenn ich zum Beispiel eine Kreditkarte die Nummer falsch eingebe, was sollte dann passieren? Sollte ein Error Message passieren oder was sollte alles passieren? Also ich schreibe halt wirklich nieder, was will ich und die IT, alles, was im Hintergrund passiert, welche Validierungen, sodass noch den Code brauchen und so, das macht man noch die IT. Genau, aber da ist einfach recht viel zum Dokumentieren und auch zum Überlegen und zum Durchdenken von diesen Prozessen. Und bin dann immer natürlich in Abstimmung ganz viel mit der IT, wenn die dann entwickeln, bin immer für Rückfragen da und beim Testen ist unser Team noch einmal sehr stark involviert, weil gerade wie wir den One-Page-Checkout, also den eigenen Checkout entwickelt haben, du musst halt dann, wenn das Frontend sich was ändert, musst du auf die ganzen verschiedenen Devices testen, du musst es in die verschiedenen Browser testen. Die Abläufe waren natürlich auch ganz wichtig, aber du musst da schauen, geht es durch die ganzen Systeme durch? Also, wenn der Kunde auf Kaufen klickt, kriegt er nachher da wirklich der im Lager die Information, dass der Kunde das haben will. Und die Nachbetreuung nach dem Go Live von dem Projekt passiert nachher einmal wieder, weil natürlich ohne Bugs geht es nicht, tauchen immer wieder auf und man muss halt dann schauen, dass alles glatt läuft. Ja, das war jetzt ein Beispiel, aber da haben wir natürlich diverseste Projekte. Heuer haben wir zum Beispiel die neue Energieeffizienzklassen eingefügt in unseren Online-Shop. Man hat vielleicht schon der eine oder andere mitgekriegt, dass dieses A++++ und so weiter bei Waschmaschinen jetzt nicht mehr gibt, sondern dass es jetzt eine andere Skala gibt. Aber es kann auch ein bisschen technischer sein, wie zum Beispiel eine neue Schnittstelle zum neuen Payment Provider. Ja, also man sagt, das ist auch sehr breit gefächert und man kann diverseste Dinge da wieder erfahren und man arbeitet mit diversesten Abteilungen zusammen. Vielleicht merkt man, ich brenne ein bisschen dafür. Also der ganze E-Commerce, das taugt mir und es hat jetzt auch definitiv durch Corona sehr viel nur mehr an Gewicht zugelegt. Und genau, wie gesagt, ich sehe einfach KWM-Studenten in allen diesen Bereichen, in all diesen 6 Sektoren kann man als KWM-Absolvent starten und das wollte ich euch mitgeben und ein bisschen ein Bild vermitteln, was man vielleicht in Zukunft tun könnte. Genau, jetzt bin ich am Ende meines Monologs und bin gern noch für Fragen da und sonst sage ich danke auf alle Fälle für die Aufmerksamkeit. Ja, wir sagen auch danke für diese wirklich interessanten Einblicke in eine sehr, sehr vielfältige Berufserfahrungen schon. Also wirklich eine spannende Sache. Ich würde das Wort jetzt gerne weitergeben. Gibt es Fragen an Sonja? Ich hätte eine Frage und zwar, wie viel Englisch wird eigentlich allgemein in die Unternehmen so gesprochen? Also ich meine,
Da haben da deine Auslandserfahrungen sicher Käufer dabei. Und inwieweit hast du die dann einem Unternehmen sozusagen einbringen können? Oder, ja. Ja, also Englisch habe ich sowohl bei Porsche Informatik als auch bei Interspeis gebraucht. Porsche Informatik haben wir die Holding als Auftraggeber gehabt. Und da war die Holding ist ja nicht nur in Österreich, sondern auch die diverse andere Länder. Das heißt, ich habe auch teilweise mit Italien oder was Abstimmungen gehabt, dann natürlich auf Englisch und dann auch alles auf Englisch dokumentiert. Auch jetzt bei Interspar ist Englisch eigentlich immer wieder ein großes Thema, weil unsere IT-Firma, die ICS, ist teilweise sehr international aufgestellt. Das heißt, sie haben auch immer wieder englischsprachige Entwickler, was jetzt bei IT-Firmen ja immer mehr gang und gäbe wird, dass man nicht nur in Österreich sucht, sondern überall. Und je nachdem, ob wir jetzt gerade einen englischsprachigen Kollegen haben oder nicht, werden halt die Abstimmungen dann in Englisch gehandhabt, beziehungsweise die Dokumentation. Also es ist schon gerade in der IT-Branche ein großes Thema Englisch. Mhm. Und hat mir natürlich sehr viel geholfen, dass ich immer wieder mal im Ausland war. Mhm. Ja, danke. Gerne. Ich hätte Fragen. Eine Frage. Gerne. Und zwar, es scheint so, du hast jetzt mittlerweile beruflich alles Mögliche gemacht, was ich total super finde. Gibt es irgendeine Richtung, die dir gerade am meisten taugt oder in die du dich am ehesten noch weiterentwickeln möchtest? Ich muss sagen, also ich bin jetzt eigentlich gerade im E-Commerce ziemlich angekommen. Es war jetzt durch Corona eine sehr herausfordernde Zeit. Es ist sehr viel, aber es hat auch E-Commerce sehr viel Tür und Tor geöffnet für interessante und spannende Projekte. Und das ist für mich gerade in die Position, wo ich so begleite, so ein bisschen die Mischung eben aus allem. Einerseits zwischen IT, aber nicht zu technisch und andererseits aber ein bisschen aus dem Kreativen, gerade wenn man das Frontend gestalten darf und irgendwelche Usability-Flows, finde ich, ist das sehr kreativ. Und bin da jetzt, wo ich bin, glaube ich, nur die nächsten Jahre. Ja, mich würde interessieren, es ist ja wirklich extrem vielseitig und sehr, sehr spannend, wie viele Wechsel da auch im Laufe dieser Zeit drinnen waren. Wir haben schon wieder gesehen, was die Vorteile der Breite sind. Also war ja also dieses Thema SE-Studieren vielleicht doch gescheiter gewesen. Was sind vielleicht also die Herausforderungen? Und vielleicht haben Sie es dann am Ende bereut, dass es nicht SE war? Nein, definitiv nicht. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man in jede berufliche Sparte, wo man reinkommt, sich einarbeiten muss. Das heißt, wenn ich jetzt eigentlich irgendwo zum Beispiel irgendeine Lehre gemacht habe und dann wechselt das Unternehmen, dann muss ich im nächsten Unternehmen genauso einarbeiten, obwohl ich ja eigentlich den Beruf schon kann. Und gerade das ist eigentlich, sobald ich in ein neues Unternehmen komme, muss ich mir sowieso einlernen, dass ich das erlerne, wurscht, was ich vorher gemacht habe. Und da glaube ich, bringt es dann echt extrem viel, dass man sehr breit gefächert aufgestellt ist und von vielen was mitnimmt, weil man halt dann einfach schon viel kleine Dinge hat und aufgenommen hat und nicht jetzt nur eine konkrete Schiene, auf die man eingefahren ist. Ja, also nein, ich habe es nicht bereut und ich würde es auch definitiv wieder so tun und ich fühle mich auch so, als ob ich überall jederzeit einen Job kriege. Und wenn ich jetzt wieder E-Learning machen würde, dann mache ich halt wieder E-Learning und wenn ich in Social Media Marketing oder in irgendwas anderes gehen will oder in IT will Tester werden, dann kann ich das auch machen. Also und gerade der KWM hat uns, man lernt eben so viele verschiedene Dinge und ich glaube, das ist auch die Fähigkeit zu lernen, die man da mitnimmt. Und das bereitet dann schon vor, dass man neue Dinge dann im beruflichen Kontext auch wieder lernt. Also ich würde es wieder so machen. Also ich glaube, dass man mit dem Studium gerade aktuell, wo es hingeht in Zukunft, definitiv auf dem richtigen Dampfer ist. Vielleicht sonst abschließend, gibt es Tipps, die Sie KWM-Absolventinnen mitgeben würden für den Berufseinstieg? Tipps. Also ich wäre vielleicht, ich weiß nicht, wird vielleicht nicht jedem helfen, aber was mir einfach geholfen hat, ist einfach diese Offenheit und einfach mal den Mut, Dinge auszuprobieren, wo man sich vielleicht jetzt nicht
aktuell gesehen hat. Also wie gesagt, ich hätte mich einfach nie in einer IT-Firma gesehen und bin jetzt aber über die IT-Firma in Richtung E-Commerce schon wieder in die technische Richtung gerutscht, was ich eigentlich sonst vermutlich nicht geschafft hätte. Also man sollte einfach darauf vertrauen, dass man sehr viel mitgenommen hat von dem Studium und einfach offen sein. Ja, offen sein für neue Dinge, das bringt dann sicher viel. Ja, vielen, vielen Dank für diese Einblicke und alles Gute dann für den Weiteren. Ja, danke. Hat mich gefreut.